Ein Primadonna Elite, keine Funktion. Ein Stecker rein. Ja, also hier passiert ein bisschen was. Und wenn ich einschalte, da hat eben ganz leise Piep gemacht. Aber mehr war nicht drin. Ne? Keine Reaktion. Nochmal aufschalten. Nochmal einschalten. Man hört nur ein kurzes Piepen. Das Display hätte leuchten müssen. Aber hier sieht man gar nichts. Absolut dunkel. Absolut dunkel. Ja, das Display ist hier drin. Keine Reaktion. Gar nichts. Ja, ich kann hier die Spannung messen, die 5 Volt, die zum Display führen. Die Spannung weit weg, weil ansonsten sieht man das Messgerät nicht. Und, so. Und das ist hier an der Leitung. Und da waren sie. Ja. Also an der Stromversorgung liegt das nicht. Die Taste funktioniert auch. Das ist möglicherweise das Display-Defekt. Gut aus. Keine Reaktion, nichts. Ich mache mal kurz das Display sauber. Ich bin nicht ganz küchenfertig. So. Sauber gemacht. Hat mir nicht so gut gefallen. Ja, sollte man eigentlich sauber halten. Ja. Der Verbrauch ist da. Da zieht ja hier ein bisschen Strom. Wenn ich einen ausschalte, dann sieht man, dass es dunkel geht. So, ausschalten. Und jetzt einschalten. Jetzt hat er kein Piep mehr gemacht. Jetzt hat er gepiept, was ich hier aufgedrückt habe. Aber mehr passiert hier irgendwie nicht. Es kann möglich sein, dass das Display hier defekt ist. Ich kann natürlich alle Stecker rausziehen einmal und schauen, ob alles in Ordnung ist, aber. Ich ziehe den Stecker hinten raus. Ich gehe davon aus, dass es alles in Gang geht. Das ist die Taste hier. So. Geprüft alles. Ja, ein ganz schwacher Piepen zu hören und das war's. Ne? Vorsicht hier, nichts anfassen. Ja, das ist lebensgefährlich. Okay, soweit. Schlecht weiter. Ohne das Ersatzteil. Ansonsten müsste ich die Einheit hier zerlegen und schauen, was da los ist. Warum keine Funktion vorhanden?
No. Auch wenn es jetzt piept, das ist keine Aktion, nichts. Ich könnte mal versuchen, vielleicht das war was. Ja, die 5 Volt sind da. Das sollte ich, was könnte ich sonst machen? Ja, das ist die Heizplatte oben. Ja, sieht man, die 2 braune Leitungen. Ja, ich brauche so ein Displaymodul. Ansonsten kommt man nicht weiter. Ja, bei bestellter Ersatzteil dann mit der Identnummer des Gerätes, da gibt es verschiedene Ausführungen. Und das war's dann. Erstmal kann man nicht weitermachen hier. Ja, okay. Muss ich mal schauen, wenn die Reparatur genehmigt wird. Das Display ist sehr teuer, dann kann ich ein Display bestellen und anschließend testen. Ansonsten schaut das an. Das ist ein Eletta, nichts anderes als ein DeLonghi Eletta mit so einem Design und so einer Konstruktion, mit so einem Touchscreen. Ansonsten ist alles technisch soweit, was die Kaffee betrifft und Milch, ist alles irgendwie dasselbe, sage ich mal so. Okay, ja, so viel zu den Fällen, komme ich nicht weiter ohne Display. Die Reparatur genehmigt, dann bestelle ich so ein Display und dann schauen wir weiter.